willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe unserer Asklepios Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt. Hoffentlich haben Sie die ein oder andere Ausgabe schon verfolgt, liebe Zuschauer. Heute geht es bei uns um das Thema Multiple Sklerose und ich begrüße ganz herzlich kompetenten Fachbesuch an meiner Seite in Form von Dr. Thorsten Rosenkranz, Oberarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Rosenkranz, vielleicht zu Anfang einmal, dass wir alle auch genau wissen, wovon wir sprechen. Was bedeutet Multiple Sklerose genau? Was ist das? Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dazu gehören das Gehirn, das Rückenmark und der Sehnerv. Es ist eine entzündliche Erkrankung, die aber nicht durch einen Erreger, ein Virus oder ein Bakterium hervorgerufen wird, sondern die der Körper selber macht, die das Abwehrsystem, was ja eigentlich dazu da ist, Eindringlinge von außen abzuwehren, selber produziert, weil es nicht sauber zwischen Fremd und Freund unterscheidet und so den eigenen Körper angreift. Also eine Krankheit aus dem großen Topf der Autoimmunerkrankung. Wie verbreitet ist sie? Die Multiple Sklerose ist in unseren mittleren Breiten die häufigste erworbene neurologische Erkrankung des jungen Erwachsenen mit einer Häufigkeit von 0,3 bis 0,5% in der normalen Bevölkerung, wobei Frauen um den Faktor 3 häufiger betroffen sind als Männer. Weiß man, warum das so ist? Das weiß man nicht, warum das so ist. Wenn man das wüsste, wäre man vielleicht dem Entstehungsmechanismus schon etwas näher. Man weiß, dass eine gewisse genetische Voraussetzung, also eine ererbte Bereitschaft für die Erkrankung, mit eine Rolle spielt. Wenn ich einen Verwandten ersten Grades habe, das heißt ein Geschwister oder ein Elternteil, der an einer Multiplen Sklerose erkrankt ist, dann steigt mein Erkrankungsrisiko von 0,3 bis 0,5 auf 3 bis 5%, also nochmal um den Faktor 10. Sie sagten im jungen Erwachsenenalter, was ist so die Altersspanne, wo Neuerkrankungen am häufigsten auftreten? Also am häufigsten sind es die Jahre zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr. Es gibt auch selten mal schon Kinder, also jünger als 18 Jahre, das sind aber eher Raritäten. Und es gibt, glaube ich, auch eine geografische Relevanz, oder? Ja, genau. Ich sagte, in unseren Breiten ist das die Häufigkeit, 0,3 bis 0,5%. In den tropischen Gebieten, in Äquatornähe, im tropischen Afrika ist das eher selten. Da ist die Krankheit fast nahezu unbekannt. Während sie in den gemäßigteren Breiten, also den USA, Europa, aber auch Neuseeland, Australien häufiger ist und je näher man in den Äquator kommt, desto seltener wird sie. Allerdings muss man sagen, wenn ich einen Afrikaner im Alter von 2, 3 Jahren nach Mitteleuropa verpflanze und ihn dort aufwachsen lasse, dann hat er das gleiche Risiko wie ein Mitteleuropäer. Wenn ich einen Afrikaner älter als 15 Jahre nach Mitteleuropa umsiedel, dann behält er sein niedriges afrikanisches Risiko. Sodass also offensichtlich nicht nur die genetische Ausstattung, die ererbte Ausstattung der Menschen eine Rolle spielt, sondern auch die Umgebung. Welcher Faktor das aber ist, der durch die Umgebung die Krankheit mit auslöst, das weiß leider noch keiner. Daran wird wahrscheinlich fleißig geforscht. Daran wird intensiv geforscht. Man hat die Vorstellung, dass eine bestimmte Ausstattung des Immunsystems ein Faktor ist, dass aber etwas hinzukommen muss, zum Beispiel irgendeine Virusinfektion, die wir in der Pubertät mitmachen, die uns vielleicht gar nicht weiter stört oder krank macht. Und wenn das beides zusammenkommt, dann kann ich vielleicht 10 Jahre später oder 15 Jahre später an MS erkranken. Eine Situation, wie sie ähnlich auch ist beim juvenilen Diabetes, also beim Typ-1-Diabetes, beim insulinabhängigen Diabetes auch der jungen Leute. Da nimmt man eine ähnliche Entstehung an. Und immer wenn ein neues Virus entdeckt wird, dann stürzen sich gleich alle darauf und gucken, ist das nicht vielleicht das Virus, was auch für die Multiple Sklerose eine Rolle spielt. Aber bisher ist man da noch nicht fündig geworden. Wir werden auch später noch ein bisschen darauf eingehen, was die Zukunft in puncto Forschung und Behandlung so bringt. Erstmal noch einen Schritt zurück. Ich würde gerne zunächst wissen, wie sich die Erkrankung äußert. Also was sind typische Symptome? Also der Name sagte schon, Multiple heißt ja vielfach. Das heißt, es kann an unterschiedlichen Stellen des zentralen Nervensystems stattfinden. Da gibt es natürlich Orte, wo es besonders häufig zu Entzündungen kommt. Das eine ist der Sehnerv, das ist die Sehnerventzündung, die dazu führt, dass ich auf einem Auge innerhalb von 1, 2 Tagen nur noch
Schleier sehe oder gar nichts mehr sehe, dass ich Schmerzen hinter dem Auge habe, wenn ich nach rechts und links schaue. Dann kann es zu Taubheitsgefühl kommen, wenn also die Bahnen, die für die Gefühlsübermittlung zuständig sind, betroffen sind. Gerne kommt es zu Kribbelmissempfindungen in der Hand oder am Bein. Es kann auch zu Lähmungen kommen, wenn also die langen Bahnsysteme zum Beispiel im Rückenmark betroffen sind, wo die Bewegung gesteuert wird, dann habe ich eine Lähmung in einem Bein oder halbseitig auch. Es kann zu Doppelsehen kommen, wenn also im Hirnstamm Entzündungsherde sind, dort wo die Augenbewegungen koordiniert werden, dann kann ich plötzlich nur noch doppelt sehen. Häufig sind auch Schwindel. Zustände, dass ich also gangunsicher bin oder ein Schwindelgefühl habe, wenn also die Koordinationszentren betroffen sind. Mhm. Das ist also eine recht bunte Symptomatik. Ja. Also bunt und vielfältig, lässt ja auch vieles auf andere neurologische Erkrankungen vielleicht schließen. Was mich zur Frage nach der Diagnostik führt, also wie schließen Sie andere Erkrankungen aus, wie diagnostizieren Sie Multiple Sklerose? Also vom Symptom her, es kann natürlich unterschiedlichste Ursachen haben, weil man vom Symptom her vielleicht nur auf die Stelle im Nervensystem rückschließen kann, wo diese Erkrankung stattfindet. Wenn es darum geht zu gucken, welche Erkrankung es ist, dann sind wir heutzutage natürlich mit der Kernspintomographie, der MRT, in der Lage, schon sehr früh die Entzündungsherde auch bildlich darzustellen. Mhm. Es finden sich Signalauffälligkeiten in der Kernspintomographie, die dann am Anfang auch Kontrastmittel aufnehmen an recht typischer Stelle und in recht typischer Verteilung, die dann schon den Verdacht, dass es sich um eine Multiple Sklerose handelt oder um den ersten Schub einer Multiple Sklerose handelt, schon sehr stark werden lassen. Dann braucht man natürlich noch einige Blutuntersuchungen, um andere entzündliche Erkrankungen auszuschließen, zum Beispiel auch Infektionskrankheiten, auch die gute alte Syphilis kann mal sowas machen. Mhm. All solche Dinge muss man ausschließen. Wichtig ist, dass man auch einmal, bevor man zur Diagnose kommt, das Nervenwasser untersucht, den Liquor. Das ist immer eine Sache, vor der viele doch Angst haben. Das ist ein kleiner Pieks in den Rücken, wo man die Flüssigkeit dann entnimmt, ein paar Milliliter, in der das Gehirn und das Rückenmark schwimmen sozusagen. Dort kann man die Entzündung auch als Entzündung beweisen. Man kann also Eiweißmoleküle nachweisen, die also bei Entzündungen gehäuft auftreten. Ist denn diese Angst berechtigt, die viele Leute haben? Die Angst ist nicht berechtigt. Wir machen das ja jeden Tag viele Male. Es geht immer das Gerücht, dass man eine Rückenmarkspunktion macht. Das stimmt natürlich nicht, weil in das Rückenmark würde ja keiner so einfach hineinstechen. Dann würde man natürlich schwere Verletzungen verursachen, sondern man sticht sehr viel weit drunter hinein, wo das Rückenmark schon 15, 20 Zentimeter nicht mehr ist und aufgehört hat, sodass man da keine Schäden machen kann. Mhm. Natürlich ist es etwas unsicher, etwas unangenehm. Es wird heutzutage in örtlicher Betäubung gemacht, dann merkt man den Stich auch nicht mehr so. Und das Einzige, was mal sein kann, ist, dass man an 2, 3 Tagen Kopfschmerzen hat, was aber auch nur so zu 1-2% der Fälle noch auftritt. Sie hatten eben schon einen sogenannten Schub erwähnt. Da würde mich jetzt interessieren, wie es mit dem Verlauf der Erkrankung aussieht. Also gibt es eine bestimmte Verlaufsform oder gibt es verschiedene, je nach Schweregrad? Es gibt schon sehr unterschiedliche Verlaufsformen. Also die Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die von ganz harmlos bis zu sehr, sehr schwer verlaufend das ganze Spektrum abdeckt. Und es gibt nicht die Multiple Sklerose, wie es ja andere Erkrankungen gibt, die alle ziemlich ähnlich verlaufen, kann das hier völlig unterschiedlich sein. Der klassische Verlauf ist der schubförmig ablaufende Verlauf, schubförmig mit Rückbildung, mit sogenannten Remissionen. Das heißt, es bricht ein Symptom auf, was dann 2, 3 Tage schlimmer wird und das geht dann im Laufe der nächsten 8 bis 10 Wochen auch ohne Behandlung wieder zurück. Mhm. Das ist ein Schub. Und es kann sein, dass ein Multiple Sklerose-Patient nur 2, 3 solcher Schübe in seinem gesamten Leben hat und sonst eigentlich mit der Krankheit überhaupt nie was zu tun hat. Dann gibt es andere Patienten, die pro Jahr 5, 6, 7 Schübe haben, die aber trotzdem gut durchs Leben kommen, weil sich die Symptome des Schubs jedes Mal wieder ziemlich gut zurückbilden. Und dann gibt es andere Patienten, die vielleicht auch nur 5, 6 Schübe in ihrem Leben haben, die aber so schwer sind und sich so schlecht zurückbilden, dass jedes Mal eine Behinderung zurückbleibt. Mhm. Und das sind alles Möglichkeiten, wie diese Krankheit ablaufen kann. Das kann auch in einem einzelnen Patienten leben, mal ein paar Jahre geben, wo es sehr heftig ist, sehr viel Krankheitsaktivität ist und dann wieder viele Jahre, wo praktisch gar nichts zu tun ist und der Patient schon
sich fragt, ob er überhaupt noch diese Krankheit hat, auch ohne jede Therapie. Wird er aber haben, denn sie ist nicht heilbar, ne? Die Krankheit ist nach wie vor nicht heilbar. Sie ist nur mit den Medikamenten, die uns zurzeit zur Verfügung stehen, günstig zu beeinflussen. Das klappt natürlich bei dem einen Patienten besser und bei dem anderen weniger. Und es gibt dann den sogenannten chronisch progredienten, also chronisch voranschreitenden Verlauf, wo Schübe nur noch selten auftreten, sondern wo es zu einer ganz allmählichen Verschlechterung kommt. Das gibt es einmal sekundär, das heißt bei einem Patienten, der über viele Jahre diesen schubförmigen Verlauf hat, kann es dann nach 15, 20 Jahren zu so einer sekundär chronisch progredienten Verlaufsform kommen. Und es gibt 5-10% der MS-Patienten, die von Anfang an gar keine Schübe haben, sondern von Anfang an nur eine stetig langsame Verschlechterung, zum Beispiel ihrer Gehfähigkeit. Mhm. Und das sind die Verläufe, wo wir therapeutisch auch heute so gut wie nichts machen können. Wenn also so eine stetige Verschlechterung das Bild bestimmt, dann sind unsere therapeutischen Möglichkeiten sehr gering. Weil alles das, was wir therapeutisch machen können heutzutage, zielt darauf ab, die Entzündung zu unterdrücken. Wir wissen aber inzwischen, dass die Entzündungsaktivität sicherlich das am Anfang prägende Moment ist, aber langfristig nicht das, was den Verlauf bestimmt, sondern dass die Erkrankung auch dazu führt, dass Nervenzellen und Nervenausläufer degenerieren und zugrunde gehen, auch wenn die Entzündung gar nicht mehr so groß ist. Mhm. Was dafür die Ursache ist, das wissen wir leider immer noch nicht und schon gar nicht, wie wir das beeinflussen können. Mhm. Und deshalb ist es möglichst wichtig, möglichst früh zu beginnen und möglichst früh mit der Therapie anzufangen, wenn die Entzündungsparameter noch hoch sind und wenn die entzündliche Aktivität noch das ist, was die Krankheit ausmacht. Denn da können wir gut ansetzen. Das heißt, je eher der Arzt ans Werk gehen kann, desto größer sind die Chancen einer bestmöglichen Behandlung. Was sind denn typische, oder anders gefragt, gibt es die typischen Warnsignale, mit denen Betroffene auch zum Arzt gehen sollen? Denn so Symptome wie mit Sehstörungen und so weiter, das ist etwas, was nicht automatisch einen sofortigen Gang zum Arzt nach sich zieht. Das ist richtig, aber wenn es mal hier oder da für einen halben Tag kribbelt, da muss man nicht gleich Sorge haben, dass man eine Multiple Sklerose hat. Wenn man einen richtigen Schub hat, dann merkt man das in der Regel. Und dann ist das auch eine Sehstörung, die mich wirklich behindert, weil ich auf einem Auge nur noch schleierhaft sehe oder gar nicht mehr sehe. Und das ist für dann doch etwas, was beängstigend ist. Oder wenn ich einen Arm nicht mehr bewegen kann. Aber selbstverständlich kann es auch zu Schüben kommen, die der Patient gar nicht merkt. Also, oder die so leicht sind, dass ich sie gar nicht als ernsthafte Sache wahrnehme. Das ist ja häufig so, dass der Patient mit einem ersten wirklich manifesten Schub kommt, mal eine Kernzentrumographie macht und dann schon sieht, dass der Patient schon früher entzündliche Herde gehabt hat im Gehirn oder Rückenmark, die er so gar nicht registriert hat und die ihn nicht veranlasst haben, zum Arzt zu gehen. Lassen Sie uns doch bitte einmal noch ein bisschen auf die Therapiemöglichkeiten eingehen. Was für Therapieformen gibt es? Welcher Möglichkeiten können Sie sich bedienen heutzutage? Also das eine ist, dass man einen einzelnen Schub behandeln kann. Da ist also immer noch das hochdosierte Cortison oder Prednisolon die Therapie der Wahl, was man sehr hoch für 3-5 Tage als Infusion in der Regel gibt und was dazu führt, dass sich die Symptome eines akuten Schubs schneller wieder zurückbilden. Das kann man auch abwarten. Und die meisten Schübe bilden sich auch ohne Therapie wieder zurück. Das dauert dann aber doch Wochen bis Monate länger. Und wenn es was Unangenehmes ist oder was mich sehr beeinträchtigt, dann ist es natürlich schon günstig, wenn man das schnell wieder auch weg hat. Das ist aber etwas, dieses Cortison, was nicht den Krankheitsverlauf auf die Länge beeinflusst, was also nicht dafür sorgt, dass ich weniger Schübe habe oder dass es mir nach 10 Jahren noch besser geht als ohne Behandlung, sondern dafür braucht man das, was man Basistherapie nennt. Das sind Medikamente, die wir jetzt seit knapp 20 Jahren zugelassen haben und seit 20 Jahren Patienten damit behandeln können, die sich in vielen Studien und auch im Alltag über die vielen Jahre bewährt haben, die es schaffen, dafür zu sorgen, dass seltener Schübe auftreten, je nach Krankheitsgrad oder nach Studien oder Therapiebeginn kann das 30-60-70% sein, dass die Schübe zurückgehen.
und dass auch die Patienten, die man behandelt, in einem geringeren Ausmaße Behinderungen ansammeln. Also wenn ich jetzt 100 Patienten behandle und 100 nicht und gucke nach 2 Jahren, dann geht es den Behandelten deutlich besser. Die haben also weniger Behinderung, bleibende Behinderung auch. Also das ist eine Therapie, die durchaus wirksam ist, die aber natürlich nicht dazu führt, dass die Krankheit ausgeheilt ist, sondern die nur die Krankheit etwas unterdrückt. Und das sind Medikamente, die natürlich bei dem Einzelnen bei einem besser wirken, bei dem anderen offenbar nicht so gut wirken. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, trotz dieser Therapeutika ist die Krankheit weiter aktiv, gibt es heute inzwischen auch schon sogenannte Eskalationsmöglichkeiten, dass ich also noch stärker oder stärker wirksame Medikamente einsetzen kann. Mhm. Das gilt aber in aller Linie nur für die schubförmig verlaufenden Fälle. Wenn ich erst in der sekundär chronisch progredienten Phase bin oder einen primär chronisch progredienten Verlauf habe, sind die therapeutischen Möglichkeiten sehr gering. Da gibt es eigentlich so gut wie keine Medikamente, die wirksam sind. Wird es vielleicht in Zukunft neue Medikamente geben, die dennoch den Verlauf etwas verbessern können? Also wir haben ja jetzt seit 20 Jahren die sogenannten Beta-Interferone. Das sind Medikamente, die man injizieren muss, ähnlich wie das Insulin, subkutan, also unter die Haut die meisten und eine Sorte auch in den Muskel. Und wir haben das sogenannte Glatiramer-Acetat, das Copaxon. Das sind Medikamente, die die Funktion des Immunsystems ein bisschen verändern und den aggressiven Teil etwas abmildern und den beschützenden Teil etwas unterstützen. Das ist sozusagen die Standardtherapie, die ein hohes Maß an Sicherheit hat, das weltweit sehr viele, viele hunderttausend Patienten inzwischen behandelt sind, wo auch seltene Nebenwirkungen bekannt sind. Diese Therapie hat nur ein sehr geringes Risiko, was schwere Zwischenfälle anbetrifft. Sie ist im Einzelfalle durch grippeähnliche Nebenwirkungen, durch Hautreaktionen etwas lästig und natürlich durch das Spritzen, was man machen muss. Aber für die Wirksamkeit ist das, was ich an bleibenden Schäden mir zufüge, sehr gering. Also das Risiko dieser Therapie ist sehr gering. Wenn ich mit dieser Standardtherapie nicht zurechtkomme, kann ich auf das sogenannte Natalizumab übersteigen, das mit Handelsnamen Tysabri heißt, was sicherlich noch sehr viel stärker das Immunsystem in seiner Funktion eindämmt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass die weißen Blutkörperchen, die ins Gehirn gehen, die werden also vom Gehirn ferngehalten. Das ist eine sehr viel stärkere Wirksamkeit auf die Schübe, da ist man fast bei 90%. Mhm. Und das wirkt auch bei Patienten, wo diese Beta-Interferone nicht mehr gut wirken. Da sieht man da bei den meisten Patienten noch einen sehr guten Effekt. Aber bei eigentlich sehr guter Verträglichkeit gibt es ein kleines Risiko von 0,1 bis 0,3%, eine schwere virale Infektionserkrankung des Gehirns zu bekommen, die sogenannte progressive multifokale Leukenzephalopathie. Eine Infektion, die ein normales Immunsystem in Schach hält, die aber bei Patienten, die mit Tysabri behandelt werden, zu einem ganz kleinen Prozentsatz zu einer sehr schweren Infektion mit bleibenden Schäden und eventuell sogar Tod führen kann. Mhm. Da muss man also sehr wachsam sein. Das ist sehr selten, das Risiko mit 1 bis 3 Promille, aber eben nicht gleich 0. Mhm. Deshalb wird man das nicht in die erste Reihe stellen. Und die neuen Entwicklungen gehen daher auf der einen Seite, Medikamente zu finden, die einfacher zu nehmen sind, das heißt als Tabletten. Da wird es 2 Präparate wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt geben. Das eine ist das Fingolimod, so heißt die Substanz, Gilenia heißt der Handelsname, das andere ist das Cladribin. Das wird Movectro heißen. Beides Stoffe, die auch die Funktion des Immunsystems etwas eindämmen, sodass die Entzündung zurückgeht, die sich in den Studien, die zu dieser Zulassungsantrag geführt haben, als ebenso gut wirksam erwiesen haben wie die Beta-Interferone, die also die Schubhäufigkeit 50-70% reduzieren können, die auch in den 2 Jahren, über die die Studien gelaufen sind, die Ansammlung von Behinderungen gut haben reduzieren können, die aber natürlich als neue in der Therapie neue Substanzen in dem Risiko noch nicht so natürlich abzuschätzen sind wie die Substanzen, die wir nun schon 20 Jahre haben, nicht? Aber das ist sicherlich etwas, was die Lebensqualität
begünstigen wird, wenn ich nur noch morgens und abends eine Tablette einnehmen muss. Ist das eigentlich das Behandlungsziel, die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten? Denn wir haben gesagt, Multiple Sklerose ist nicht heilbar. Ja, also das ist sicherlich immer ein Aspekt, der hier sehr wichtig ist, dass auch die Lebensqualität durch die Therapie nicht leidet, weil das sind immer junge Menschen, die diese Krankheit haben, die mitten im Leben stehen, die berufstätig sind, die Familie haben oder gerade erst gründen, die zum Teil ja auch einen Krankheitsverlauf haben, der recht milde ist. Ich sagte schon, in vielen Fällen geht die Krankheit auch ohne große Schäden vorbei. Mhm. Das weiß ich aber nicht am Anfang, das weiß ich erst am Ende. Meine Therapie muss ich aber schon am Anfang machen. Das heißt, ich behandle auch immer Leute, die vielleicht auch ohne Behandlung ganz gut durchs Leben kommen würden. Das heißt, diese Therapie muss auch schon gerade am Anfang, wenn ich noch gar nicht weiß, ist das eine schwer verlaufende Erkrankung oder nicht, in einem vernünftigen Nutzen-Risiko-Verhältnis stehen. Und deshalb geht es auch bei diesen Substanzen immer darum, das abzuwägen. Mhm. Eine Frage zum Schluss habe ich noch, Herr Dr. Rosenkranz, und zwar die nach dem eigenen Dazutun, was für Möglichkeiten es gibt, um das Erkrankungsrisiko zumindest möglichst gering zu halten. Wir haben anfangs gesagt, es gibt eine gewisse genetische Voraussetzung, an der kann man logischerweise nichts ändern. Aber können wir durch unseren Lebensstil irgendetwas dazu beitragen? Also ganz definitiv weiß man darüber nichts, muss man ganz ehrlicherweise sagen, dass man irgendwas tun sollte oder irgendwas lassen sollte, damit das Risiko, eine MS zu bekommen, sinkt. Es gibt jetzt so erste Hinweise darauf, dass Vitamin D, was wir ja eigentlich als Vitamin für den Knochenstoffwechsel kennen, vielleicht auch eine gewisse Rolle bei der Entstehung dieser Autoimmunerkrankungen und insbesondere der Multiplen Sklerose hat. Ich sagte ja schon, dass also in den gemäßigten Breiten die Krankheit sehr viel häufiger ist als in der Äquatornähe. Und wenn man sich die Menge der Sonneneinstrahlung anguckt, dann verteilt die sich genauso. In den Regionen, wo viel Sonne scheint, ist die Krankheit fast unbekannt. Und in Regionen, wo es mehr dunkel ist, wo auch die Leute und insbesondere die Frauen einen sehr viel niedrigeren Vitamin-D-Gehalt haben, ist die Krankheit sehr viel häufiger. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Töchter von Müttern, die sehr viel Milchprodukte zu sich nehmen, wo auch Vitamin D drin ist, die also einen höheren Vitamin-D-Gehalt haben, dass die seltener an Multiple Sklerose erkranken. Mhm. Oder Patienten, die einen besonders heftigen Krankheitsverlauf haben mit einer hohen Krankheitsaktivität, dass die statistisch gesehen niedrigere Vitamin-D-Spiegel haben. Das wären so ein paar Indizien. Ein Beweis gibt es nicht. Im Tierversuch kann man auch Tiere mit Vitamin D füttern und dann eine der MS entsprechende Krankheit versuchen auszulösen. Da scheint ein hoher Vitamin D-Spiegel auch einen gewissen Schutz zu bieten. Und läuft jetzt gerade im Herbst eine Studie an, wo versucht werden soll, das auch an Menschen für die Therapie zu nutzen, wo man also Patienten, die mit Interferon behandelt werden, zusätzlich noch mit Vitamin D behandelt und guckt, ob die besser abschneiden nach 2-3 Jahren als Patienten, die nur das Interferon alleine bekommen. Mhm. Also vielleicht wissen wir in einem Jahr mehr, ob Vitamin D auch eine therapeutische Wirkung hat. Auf jeden Fall, sobald Sie es wissen, würde ich mich freuen, wenn Sie hier wieder vorbeischauen, Herr Dr. Rosenkranz. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch. Danke Ihnen auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Wenn Sie Lust haben, sich noch schlau zu machen über die ein oder andere Erkrankung, die Sie vielleicht sonst noch hatten, die ein Bekannter, ein Freund hat, dann empfehle ich Ihnen wärmstens einen Klick auf unsere Homepage, sowieso, aber gerade auch wegen unserer Sendung. Der Link dazu ist www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort finden Sie nämlich eine mittlerweile stattlich angewachsene Liste aus Sendungen, die wir bisher für Sie produziert haben. Können Sie sich mal durchklicken, immer das anklicken, was Sie interessiert. Und darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grund, weswegen Sie mal vorbeisurfen sollten. Und zwar gibt es auf unserer Seite eine Liste, wo Sie sehen können, wann, wo und zu welchem medizinischen Thema wir demnächst mal wieder eine hanseatische Nachtvorlesung von Asklepios für Sie abhalten. Eine schöne Veranstaltung, zu der ich Sie an dieser Stelle auch herzlich einladen möchte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.